So, meine Freunde, da ist die unendliche Decke. Ich habe hier jetzt am Mesnerhof wieder fleißig weitergehäkelt. Und ja, ihr wisst, von Zeit zu Zeit mache ich immer ein paar Updates, zeige, wie weit sie ist und gerade am Mesnerhof sind und die letzten Tage sind. Bevor ich abreise von hier, dachte ich mir, wir müssen diesen Raum noch unbedingt nutzen und schauen, wie die Decke im Ganzen aussieht, weil so einen großen Raum werde ich ja nie mehr bekommen. Und ja, schauen wir uns jetzt mal an. Noch nie komplett so ausbreiten können. Ihr seht, die geht jetzt bis dahinter. Und das ist auch eigentlich der Anfang. Gehen wir gleich zum Anfang. Das Stück ist die Beginn der unendlichen Decke gewesen. Damals habe ich noch so immer im Kreis gehäkelt. Dann mal verschiedene Muster. Und irgendwann dachte ich mir, hey, das wäre ganz cool, irgendwie in die Richtung ein bisschen verschiedene Farben zu häkeln. Und die hatte ich dann angefangen, so diese Farbkombination zu wählen. Das war damals noch, als ich in meiner ursprünglichen WG gewohnt habe, als ich noch mit der Decke angefangen habe. Und dann, irgendwann, bin ich umgezogen und dachte mir, es wäre ganz cool, dass man immer an den verschiedenen Stellen verschiedene neue Muster probiert. Und der Hintergrund bei dem Ganzen ist eigentlich, dass wir uns immer mal wieder neue Muster aneignen sollten, immer mal wieder aus den alten Mustern rausspringen sollen, neue Muster lernen. Weil immer wenn wir so in den alten Mustern bleiben, rosten wir und wachsen nicht mehr. Und dann so weiter. Das war noch eine neue WG, wo ich dann damals umgezogen bin. Dann ist irgendwann das Studio B11 gekommen. Das ist hier der ganze rote Teil. Dann war ich im Lindenberg. Das ist dieser Teil, beziehungsweise auch dieser Teil. Da sieht man jetzt gar nicht. Das sind eigentlich diese geflochtenen Muster. Und dann habe ich hier ein, ja, das war so ein Farbverlauf, habe ich angefangen. Gehen wir mal noch hoch und schauen uns das Ganze nochmal von oben an. Fast kriegt man die drauf, aber auch schon mit der Kamera kriegt man sie nicht mehr so richtig drauf. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Bild als neuen Stand und dann wird die Frage sein, wo wir als nächstes so einen riesigen Platz bekommen, dass wir die Decke noch mal ausbreiten können. Ne? Dann geht es jetzt wieder weiter auf die Reise. Neuer Spot, neues Muster, was ich demnächst mal wieder lernen muss. Und das war's von der unendlichen Decke. Falls ihr sagt, ihr habt irgendwie noch zu Hause super viel Wollreste, die ihr nicht mehr verwendet, aber die sonst weggeschmissen werden würden, sagt Bescheid, lasst mir es unten in den Kommentaren oder schreibt mir gerne eine Mail und ja, ich mache jetzt die Decke fertig für die nächste Reise und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich auch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde.